Hallo liebe Freiheitskämpfer und Superhelden! Geil, dass ihr da seid! Ja, 3 Jahre sind vorbei und auch ich bin gebeten worden, noch ein paar Worte darüber zu verlieren. Und ich kann von hier, wie geil ist das denn? Da vorne, 100 Meter von mir, da vorne war der allererste Auftritt von Captain Future vor praktisch genau 3 Jahren auf der 3. Hygienedemo. Genau da vorne gab es zum ersten Mal Captain Future. Und ich weiß auch nicht wieso, ich war halt Captain Future, hatte Musik dabei und ein Schild, warum die dann gerade auf mich zukommen und mich nach 10 Sekunden direkt abführen. Da war mir direkt klar, wo jeder da Hase langläuft. Es war sehr interessant und es ist seitdem sehr interessant, denn diese 3 Jahre waren sicherlich einerseits die schlimmsten, aber andererseits auch die spannendsten und aufregendsten und irgendwo auch schönsten. Gut, die Jahre davor waren auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall die spannendsten Jahre, die ich hatte und vielleicht auch haben werde. Wer weiß, was noch kommt. Und ich möchte sie auf jeden Fall nicht missen. Denn, okay, man ist gejagt worden, eingesperrt worden, geschlagen worden bin ich jetzt nicht. Wie mein Vorredner, der liebe Steve, der gleich wie immer unseren Wagen fahren wird. Aber auch ich hab vielleicht den einen oder anderen Schmerz, der mir angetan wurde, ja, verdrängt. Denn was soll man damit sonst machen? Und ich will euch sagen, wir haben alle viel mitgemacht und ich weiß nicht, ob jeder schon diesen Schmerz verarbeitet hat. Mir ist eigentlich bewusst geworden, ich habe ihn, glaube ich, noch nicht ganz verarbeitet. Ich fühle Schmerzen in mir, die ich nicht richtig zulassen kann, aber ich arbeite dran. Und auch ein Superheld darf mal schwach sein, traurig sein, verletzlich sein. Das ist auch wichtig, dass wir diese Emotionen in uns zulassen. Ja? Wir müssen das verarbeiten, indem wir es zulassen. Aber es gab mir natürlich auch die Chance, Dinge zu tun, die ich gerne mache, wie Musik auflegen, Musik produzieren, Demos veranstalten, Videos zu produzieren und jetzt, da komme ich gleich darauf, sogar eine Dating-Plattform zu produzieren. Aber nochmal zu dem Film. Ich habe, wer möchte, Frieden, Parade, Tanzen, dein Leben. Viele haben ihn bestimmt schon von euch gesehen. Es würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Wer hat Frieden, Parade, Tanzen, um dein Leben schon gesehen? Einmal Hand hoch. Wow. Ja, geil. Und die anderen, guckt ihn euch an, kostenlos bei freedomparade.de. Und wer so ein geiles, großes Plakat haben möchte, ich habe auf dem Wagen welche, da könnt ihr nachher noch welche mitnehmen. Aber wir können uns beglückwünschen, dass wir gesund durch diese Zeit gekommen sind, dass wir uns nicht diese Spritze haben geben lassen, weil die sind auf jeden Fall noch viel, viel ärmer dran wie wir. Wir haben auf jeden Fall den Intelligenztest bestanden, würde ich sagen. Ja, und obwohl das Ganze vom Panikminister Lauterbach inzwischen als Unsinn und Schwachsinn teilweise bezeichnet wurde, die Maßnahmen, werden sie immer noch knochenhart verfolgt und geahndet. Und bevor das nicht ein Ende hat, gibt es hier überhaupt gar nichts zu verzeihen. Gerade der härteste Fall aus der Freedom Parade ist unsere Mandy. Viele von euch haben vielleicht unser Video gesehen, wie wir vor einigen Wochen vor der JVA in Berlin eine Demo mit 50 Mann veranstaltet haben, rührende Reden gehalten haben, Musik geredet, Musik gespielt haben, laut waren. Ja, und Mandy hat uns auch im Hof, wo sie gerade Ausgang hatte, gehört und hat vor Rührung auch geweint. Das hat ihr viel bedeutet, dass wir sie nicht vergessen haben. Und ich hoffe, ihr habt sie auch nicht vergessen. Sie sitzt für über ein Jahr im Gefängnis, weil sie bei einer Corona-Demo ihre minderjährige Tochter vor den Übergriffen eines Polizisten verteidigt hat. Wir denken an dich, Mandy, wir sind für dich da und sogar Ralf Ludwig hat angekündigt, sich um diesen Fall kümmern zu wollen. Ich hoffe, falls du das siehst, lieber Ralf, du hast sicherlich auch mit Michael Beiweg gerade viel um die Ohren, aber ich hoffe, du hältst dich auch dran und besuchst Mandy dann bald und wir bekommen da Hilfe. Da wir haben auch eine Spendenkasse für Justizfälle, die ist im Moment alle leider. Ich habe das oft gefilmt, wenn ich da jemandem geholfen habe. Also es kommt auf jeden Fall an, die Spenden dort. Spendet gerne an die Freedom Parade, da auf der Webseite findet ihr auch den Link. Ja, und es ist schon angesprochen worden, Michael Beiweg muss natürlich auch schleunigst endlich da rauskommen, wegen dem Verdacht auf einen Betrug. Ein Verdacht, also der ist noch nicht mal durchgeführt worden, der
der Betrug, ja? Also für ein Verbrechen, das noch gar nicht begangen wurde, wird schon eine Haftstrafe vollzogen, obwohl noch nicht mal ein Richter einen Spruch gesprochen hat. Was ist das denn? Was hat das denn noch mit Demokratie und Gerechtigkeit zu tun? Das ist ein Skandal! Free Michael Ballweg! 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 Free! Free! Ja, und ich habe ja gerade diesen Kranz gesehen, der ist einem ganz besonderen Opfer gewidmet, dem Clement Arway. Der hat in, er hat jedenfalls Selbstmord begangen, weil er als Antisemit bezeichnet wurde zu Unrecht. Hat der Herr Selbstmord begangen und davon waren drei jüdische Gruppen derart bestürzt, dass sie ein oder drei offene Briefe verfasst haben, wo es darum geht, dass eben sie sich verbitten, dass irgendwelche Oppositionellen unsinnigerweise als Antisemiten bezeichnet wurden. Sie haben geschrieben, dieser Begriff, also Antisemit, gegen Menschen zu verwenden, die gelegentlich die zur Religion gewordene Impfagenda in Frage stellen, sich für Friedensverhandlungen aussprechen oder sich anderweitig gegen einen politischen oder medialen Trend stellen, ist eine inakzeptable Verharmlosung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Das sagen die Juden dazu. Das sagen die dazu, die ihr angeblich schützen wollt. Und was macht Herr Böhmermann? Er bezeichnet die Basis und mich damit auch und zeigt mich, ihr habt es vielleicht gesehen, als Antisemiten zu Unrecht, Herr Böhmermann. Und darauf habe ich Herrn Böhmermann angezeigt, wegen Volksverhetzung. Ja, Moment. Vor ein paar Tagen kam die Antwort von der Staatsanwaltschaft. Ja, wer hätte es gedacht? Sie haben es abgewiesen, weil wenn Herr Böhmermann sowas macht, dann ist das Meinungsfreiheit. Aber wenn wir die Impfung mit dem Dritten Reich gleichsetzen, nicht vergleichen, aber es ist nicht das Gleiche, doch, also nicht gleichsetzen, vergleichen, ja, wäre den Anfängen, dann ist das natürlich keine Meinungsfreiheit, dann ist das natürlich Volksverhetzung. Ja, mehr zweierlei Maß könnte man wohl nicht an den Tag legen, liebe Justiz und Polizei. Ja, und wie ich gehört habe, soll Herr Böhmermann auch demnächst den Grimme-Preis bekommen, natürlich. Ja klar, logisch. Die größten Arschlöcher kriegen die höchsten Auszeichnungen hier im Land. So ist es hier. Aber eine gute Nachricht, ich bin ja in erster Instanz verurteilt worden wegen aufwieglerischem Landfriedensbruch am 1.8.21. Ja, ich bin direkt in Berufung gegangen, die Staatsanwaltschaft auch. Und diese Berufung hat die Staatsanwaltschaft jetzt zurückgezogen. Warum das denn? Kriegt da einer kalte Füße oder was? Dreht sich da gerade der Wind oder was? Also, es gibt Hoffnung, es geht weiter. Was mir auch Hoffnung macht, war letzten Montag die Spiegel-TV-Reportage über Impfnebenwirkungen, über Post-Vax-Syndrom. Da wurde sogar gesagt in Spiegel-TV, dass die Dunkelziffer noch viel, viel höher wäre. Und die haben eine weinende Mutter gezeigt, die um ihr Kind trauert, das schwerste Impfnebenwirkung hat und nur noch im Bett liegen kann. Die hat geweint und mir kamen auch die Tränen. Sowas wird jetzt im Mainstream gezeigt, bei Spiegel-TV. Also wenn das keinen Mut macht, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und das Narrativ ist mehr und mehr am Kippen. Aber wir machen weiter. Die Aufarbeitung ist erst zu Ende, wenn alle Verantwortlichen einen Prozess gekriegt haben, alle Bußgelder zurückgezahlt wurden, Michael Ballweg und Julian Assange frei sind. Free Julian Assange! 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 So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Ich will ja nicht nur nach hinten gucken, in die Vergangenheit, sondern auch nach vorne. Ich will auch nicht nur in der Zukunft immer nur gegen sein, sondern auch kreativ etwas gestalten für die Zukunft, für uns, die wir die Wahrheit, wie ich meine, kennen.
Und viele von euch haben sicherlich auch schon mitbekommen, ich habe, nachdem ich jetzt also Musik und Film und Demo gemacht habe, jetzt eine Kennenlernplattform gegründet, und zwar schwurbeltreff.de. Ja? Wir machen uns unsere eigene Welt. Wir möchten nicht mehr mit Tinder und Co. erstmal feststellen müssen, ob derjenige denn geimpft ist oder wie der so tickt. Ne, da stellt euch vor, man lernt sich kennen, 2 Stunden unterhält man sich und dann erfährt man auf einmal, ja, der ist 5-mal geimpft. Also das ist ja gar nicht mehr vorzustellen, vor allem wenn es um Partnerschaft geht. Aber man kann ja auch für Freundschaft jemanden kennenlernen, und es gibt einen Eventkalender, wo auch dieses Event heute eingetragen war natürlich. Ich habe hier vorne 1000 Flyer liegen. Helft mir gerne, Flyer, nehmt euch so viele ihr wollt, helft mir diese Plattform zum Erfolg zu führen. Es sind aktuell 2500 Mitglieder schon angemeldet. Ich bin gerade dabei, die Seite auf Englisch zu übersetzen, damit diese Seite sich weltweit verbreitet wie ein Virus. Sie ist übrigens Schwurbeltreff. Genau, Schwurbeltreff. Es gibt auch schon T-Shirts. Ein paar habe ich dabei. Wer eins haben will, kann sich auch melden. Sie ist so ein bisschen Superhelden, so Superman-mäßig, oder? Hier so S, wie Schwurbeltreff. Ja, genau. Das ist mein neues Projekt. Es ist komplett kostenlos. Meldet euch mal an. Ja, die Trommeln gehen schon los. Genau. Das war es von mir soweit. Gleich gibt's Musik am Wagen bei mir. Ich freue mich auf einen schönen Umzug. Das Wetter wird auch wieder besser. Genial. Also, wir sehen uns gleich am Wagen auf der Straße. Captain Future, danke. Großen Applaus für Captain Future.